Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen endlich mal wieder zu einem Random Icon Pack SBB. Die haben ja mehr Tradition als mancher Fußballverein bei mir auf dem Kanal. Auf jeden Fall ist wieder Eis auf Weiß, Leute, das M ist auf Weiß, die Nice Lamp ist auf Weiß und dann wisst ihr ja Bescheid, was kommt. Das gute Pack ist rausgekommen, ich glaube 470k kostet das Ganze. Relativ teuer, ich bin gespannt, was ich ziehe. Ich denke mal, durch meinen Partner habe ich mir diesen Pack das letzte Mal R9 gezogen, dann Ronaldinho Moments und so weiter und so fort. Chris, was geht? Einen wunderschönen guten Tag, das ostdeutsche Duell ist zurück in FIFA 22. Ich bin sehr, sehr heiß, Max. Icon SBC, ich glaube knapp 500k müsst du dafür bezahlen. Ich bin gespannt, was du ziehst. Also wenn du jetzt wirklich wieder genauso viel Packluck hast wie letztes Jahr, dann ist hier absolute Abfall angesagt. Und los. Also Retalk, Jungs, dann ist Ende. Dann ist Ende im Gelände. Ja, Basis-Icon-Pack, da kann man... Boah, ich glaube, der Beste ist Eusebio, ne? Beste ist Eusebio, genau. Ja, okay. Portugal-Trikot, war ich in das? Nee, habe ich nicht mehr rumliegen. Okay, schade. Auf jeden Fall, Leute, falls das Ganze hier gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Ich mache das jetzt zu jedem Icon-Pack wieder. Ihr wisst Bescheid, wie jedes FIFA. Einen Daumen nach oben da lassen. Was schafft ihr? 1500 oder sowas. Kann natürlich kostenfreies Abo da lassen. Ihr wisst Bescheid, es ist kostenlos. Unten jeder Zweite, der das hier sieht, hat es immer. Der vergisst es immer zu... Ich weiß es nicht, woran es liegt. Jungs, ist nur ein Klick, aber alles gut. Der Chris rund auf Link kommt, glaube ich, einen Tag später online, ne? Ja, mal gucken. Ja. Ich bin mal gespannt, wann es kommt, ne? Lassen wir uns überraschen. Also auf jeden Fall, denke ich mal, dürfen das auch dann viele schon gesehen haben. Und natürlich MPG, Leute, ihr wisst Bescheid. Mit dem Code Max, mal spart ihr da ganze 5%. Basis-Icon-Pack, ich bin drauf. Ich habe die Nice-Lampe jetzt in der Hand. Du darfst mir einen Countdown geben von irgendeiner Zeit, die du willst. Und dann let's go. Okay. Wir machen den Counter. 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1, let's go! Okay, let's go. Die Animation ist ja dieses Jahr komplett kurz, so, ne? Warte mal, wir gucken mal. Sieht man eigentlich eine Flagge vorher? Ich weiß es gar nicht. Let's go, gönn mal. Argentinien! Ey, Jungs! Okay, es ist Zanetti. Der Verteidiger! Junge, Hilfe! Ey, als der Argentinien kam, ich hab gedacht, Maradona, ne? Das wäre geil gewesen. Zanetti ist, glaube ich, nicht so viel wert. Lass mich mal Zanetti, ganz kurz. Ich guck mal kurz. Ja, 213k. Meine Damen und Herren, let's go, man. Wieder schön Verlust gemacht. Was habt ihr drin gezogen? Schreibt auch einen Kommentar und unter anderem, was ihr da gezogen habt, was ihr anhabt, welche Wandfarbe ihr habt oder sowas, keine Ahnung. Ja, 200 irgendwas K, LV. Also ein LV jetzt, boah, das wird jetzt sportlich einzubauen, ne? Aber auf jeden Fall kriegen wir ihn, Jungs. Okay, let's go, wir sehen uns gleich wieder. Perfekt. Okay, let's go. Ich gehe rein und zwar halte mal einen RV und einen LF und RF rein, ne? Perfekt. Ja, machst du sehr gerne. Ihr seht's schon, ich habe mir Butra übrigens rausgesucht, denn wir haben nicht gesagt, wir nehmen beide Zanetti. Wir durften uns sozusagen eine iconfreie Wahl aussuchen und ich habe mega, mega Bock auf Butra. Dazu gehen wir mal auf den linken Flügel. Starten wir direkt rein mit Rulebreaker Diaby. Und auf der rechten Seite haben wir einen weiteren Rulebreaker und das ist Kulusevski. Ich bin sogar mit einer deutschen Karte aus der Bundesliga gegangen. Ach nee, perfekt. Sané und Ansu Fati. Lassen wir es gut sein. Go, die nehme ich sehr, sehr gerne mit. Die darf ich behalten und jetzt bin ich erstmal dran. Ich habe deinen Torhüter und beide Innenverteidiger, ne? Frag nicht, was für Saft. Einfach Orangensaft. Turn up. Perfekt, wir gehen rein. Linker Ivo wird bei mir, da kommt gerade was angeflogen drüben. Also ich muss mal kurz gucken. Antonio Rüdiger, ja, nicht so tief, Rüdiger. Spielt da mit seiner Karte da, dann daneben den Kevin Trapp. In Real Life wirklich ein extrem guter Keeper. Und hinten Klostermann, auch diese lilanen Karten, Rulebreaker, super. Das ist ein guter Start. Also ich bin mit Kola, Radetzky und Tabsoba gegangen. Also ich hab mir schon sowas ähnliches gedacht. Ey, ist leider nichts geworden. Ja. Aber naja, darfst du behalten, mein lieber Gigi. Okay. Gut, start mal rein in die ganze Chose. Wir machen direkt mal weiter mit dem nächsten Spieler. Ich halte bei Max den Rechtsverteidiger nur rein. Hi in den Chat. Ja, ist ja wirklich nur eine Karte und das ist die einzige Karte, die ich noch nicht gekauft habe, weil ich denke mal, du hast sie. Das wird nämlich der gute Bruno Saar vom FC Bayern München nicht. Nee, Spaß, es wird Mokiele. Wie, du gehst in der gleichen Liga nochmal? Das war's komplett. Ich habe gedacht, du gehst in eine andere. Ja, ich habe Navas aufgeschrieben. Was? Ja, okay. Ah, Klostermann ist noch nicht auf Fullcam, ne? Na, kannst du ja vielleicht im ZM mit was anderem linken. Stimmt, oder so. Auch, keine ja. Ahnung, mit Gündogan. Oh mein Gott, ich eigentlich so. Auch komplett. Alles gut, alles Jungs, keiner redet mehr drüber. Ich halte mal kurz rein, ich sage hier gar nichts mehr. Es ist bodenlos, Männers. Okay, starten wir mal rein in die ganze Sache. ZTM, wir gehen mit einer Informkarte. Und zwar ist das die Informkarte von Joshua Kimmich. Let's go. Abfahrt ist angesagt.
Dazu haben wir im ZM eine Karte, die auch ein Inform ist. Und zwar ist das Inform Nicola Barella, keine Ahnung. Und rechts gehen wir mit seinem Teamkameraden einer Team of the Knockout Stage Karte. Und zwar ist das Arturo Vidal. Let's go. Boah, okay. Die ist stark, die Karte auf jeden Fall. Ich bin mit Rabiot gegangen, der ist auch eine Maschine im Ingame. Dann Kanté als Franzosen-Link dazwischen. Und pass auf, ich habe ja gefragt, ob Gore einen Inform hat, hat er nicht. Aber Kimmich hat einen Inform, deswegen habe ich den aufgeschrieben. Kuss geht raus. Joshua. Cool. Story, Bro. Ah, hat sogar den nicht gekauft. Perfekt. Torhüter oder nicht? Was ist der? Ein Hüter. Ein schöner Hüter. Ein Hüter. Hüter. Weiter geht's mit dem rechten und linken Läufer. Ich bin gespannt, ähnlich wie. Nee, den Bettlacken-Joke bringe ich jetzt einfach nicht mehr. Ich halte einmal rein. Ach nein, das war's komplett. Okay, starten wir rein. Abfahrt ist angesagt. Ja, wir gehen natürlich. Wir müssen links in der Bundesliga gehen. Darüber brauchen wir nicht reden. Ne? Ich wollte erst den hier nehmen, den ihr gerade seht. Lass ich aber eher mal weg, weil ich habe keine Ahnung, ob du den aufgeschrieben hast. Deswegen gehe ich wirklich dem Offensichtlichsten. Ich gehe wirklich mit Günther. Ich habe Angst, dass du den hast. Und Rechtsverteidiger gehe ich mit dem guten alten Mele aus der Serie A. Perfekt, Digga. Das ist ja unglaublich, wirklich. Es ist unglaublich, Mann. Ich habe links Davies aufgeschrieben, nicht dazu hast du heute eine Player-Review. Jawohl, den wollte ich erst, das habe ich gerade gesagt, den wollte ich einfach. Habe ich mir natürlich vorhin heute gleich fleißig zum Frühstück angeguckt. Leute, Ersteindruck, nenne super Kanal und dann rechts bin ich mit Mele gegangen. Also den kannst du wenigstens noch rausmachen. Ach, come on, ich wollte erst Pharaoni nehmen und jetzt kommt, oh Mann, es ist so lächerlich schon wieder. Ja. Komm schon, fang an, ich will jetzt einen snipen. Bitte, gönn. Ey, das läuft hier schon wieder wirklich wie geschnitten Brot. Das ist Wahnsinn. Jetzt hast du safe gar keinen, weil ich bin jetzt hier wirklich mit Leuten gegangen. Die sind undercover hoch 20. Pass auf. Im linken ZM wird es einmal eine Karte, die ich erstmal hier, glaube ich, nicht mehr finden werde. Nämlich der ist auf der Bank. Bernardo Silva ist eigentlich ZM, kann ich als ZM spielen. Dann rechts im ZM spielt Nabil Fekir. Ich Fekir nur als ZM spielt auf ZM. Und dann pass auf, im ZM spielt Karim The Dream Benzema als MS-Cutter, als ZM umgewandelt hier. Perfekt. Und das ist wirklich, Jungs, das ist so undercover. Da diese U-Boote kennst du doch mit Tarnkappen und sowas. Ich weiß gar nicht, seit wann du Teams bauen kannst. Also ich weiß nicht, was da vorgefallen ist, aber ich bin mit Gündogan, Pogba, Kanté gegangen. Bist du doch, wichtig. Sinnlos, Chat, sinnlos. Abfahrt ist angesagt, wir starten rein in die letzten drei Spieler. Ich habe keine Ahnung, was Max gebaut hat. Ich lass mich einfach komplett überraschen. Also Jungs, das ist ein Full-Special-Card-Team, kann ich jetzt schon mal rausspoilern. Links gehe ich rein mit der wahrscheinlich, ja, die ist unobvious, die ist aber auch nicht so heftig geil. Das ist nämlich ein guter Grealish, wants to watch, das ist okay, der kann das spielen aus chemietechnischen Gründen da rein. Dann auf jeden Fall von dem Sturm, Fernando Morientes ist eine Hero-Karte und die hat ja auch noch einen grünen Link zum Guten. Und brasilianischen Wunschspieler, Wunderkind Rodrigo, let's go. Team sieht sehr geil aus, ich hoffe, ich kann es so spielen. Ich habe Foden aufgeschrieben, weil ich nicht gedacht habe, du gehst mit OTW Freelich. Ich habe rechts Makelele aufgeschrieben, weil der hätte halt den Dings gehabt. Aber Morientes darfst du schön Tor wieder reinstellen, mein Lieber. Kuss geht raus. Nein. Hör auf. Doch. So, okay. Da ist der Stürmer also weg. Ich werde kein Tor schießen können, ne? Jetzt ohne Spaß. Ich werde kein Tor schießen können. Oh mein Gott, da geht direkt das Licht aus. Das war's umlegt. Wirklich. Okay, ja. Du weißt was, ich probiere mein Glück, ich halte mal rein, das Boot meine ich und dann let's go. Starten wir rein, Innenverteidiger aus der Bundesliga, wird zur Teil natürlich wert, ne? Jetzt alles nix, wir gehen mit dem guten alten Cola Hero. Dazu Innenverteidigung aus der Serie A, brauchen wir ja natürlich auch noch. Da habe ich erst überlegt, gehe ich mit Bastoni, weil den habe ich in Rot. Und dann habe ich mir einfach überlegt, wird kritisch wert, ne? Deswegen gehe ich mit Bastoni. Ich durch so Lappen, der wirklich. Ja. Alles hoch. Und im Tor gehe ich mit Kraknu. Auf ganz entspannt. Und los. 81er Rating. Ich muss ja wieder Sicherheit machen. Ich wollte erst Delikt und Technik spielen, den hast du safe aufgeschrieben. 100%. Nee, weißt du, wie ich es gelenkt habe? Rechts mit Cordoba Hero, dann werden die rechts auf Vollcam, dann links gehst du nochmal an eine andere Liga mit dem Deutschland-Link Rüdiger und hinten im Tor mit dem grünen Link. Ja, perfekt. Hätte ich halt wirklich Technik und Delikt spielen können. Schade. Schade. Das wird jetzt hier gar nichts. Also, das geht jetzt komplett vom Baum bei mir hier, ne? Das ist kein Witz jetzt. Also, ich kann noch was hier verteilen. Ah, ich kann keine Tore machen. Das ist das Ding. Okay, ich würde sagen, Jungs, es wird ein amüsantes Spiel. Wir laden uns ein in diese wunderschöne Fußballsimulation und haben sehr, sehr viel Spaß miteinander. Let's go. Und los.
Ping, Alter, wenn ich das sehe, wird mir schlecht. Das ist ein Anzeigefehler. Ja. Und los, so, rein siehst da. Siehst du da vorne, die 12. Ein wunderschönes, gut kicken, und jetzt wird es eh unmöglich. Oh mein Gott, hier ist ja schon wieder ostdeutsche Leitung, weil Max ist schon wieder voll da, Jungs. Elfmeter. Let's go! Hey, das ist jetzt ohne Spaß jetzt. Rot, also wirklich, das ist doch Zanetti! Ich hab nix gedrückt, Erste Aktion, da holt ein CPU einfach raus. Ich krieg's kotzen, Mann, wirklich. Das ist ein rot, eine rote Kappe eingestellt so gegen Capitano. Ne? Ah, du! Ah. Oh, Mann, mach ihn doch! Wichtig! Mach ihn doch, Junge! Mitte ist zu, Mitte ist dicht. Ach, was? Ja, richtig dicht die Mitte, richtig dicht. Ey, wirklich, die Mitte war so zu gerade bei dir, ist ja Wahnsinn. Junge, seit wann kannst du denn solche Skills? Was hab ich denn? Elfmeter? Mach ihn auf. Mach ihn auf. Ey, ich hab nichts gedrückt. Und rot. Ich hab nichts gedrückt. Ich schwöre auf alles. Nee, du hast... Du schießt da wieder Mitte. Nee, du war rechts, Junge. Komm on. Digga, wirklich. Nach 22 Minuten 2-0 hinten und glatt rot. Perfekt, Jungs. Aber wo ist denn das bitte eigentlich glatt rot? Oh. Das ist der Torhüter, ne? Wenn da Morientes gestanden hätte, ich bin sein... Oh, Digga, es ist unglaublich, Mann. Ich krieg's heulen, Mann. Oh, du hast doch einen Stürmer dort vorne, oder? Der ist übelst gut. Ja. Ja, okay, Max. Ja, ja, klar. Player Lock, ja, ja. Ich hab gedacht, ich hab das Spiel gekriegt. Ich ruf dich so weg. Nee, nee, nee. Guck mal, wer da ist. Guck mal, let's go! Oh mein Gott, ey, ich hab den gelupft. Oh mein Gott, ich hab nicht gedacht, dass der noch reingeht, ey. Ich hab den reingelupft, weil ich auf L1 aus Versehen gekommen bin. Oh mein Gott, come on! Das ist der Wahnsinn, guck dir das Tor bitte in der Wiederholung an, das ist Wahnsinn. Guck's dir an. Ja, er ist halt wirklich... Oh, mein Torhüter ist halt tot. Der ist halt den Kopf komplett in den Pfosten eingeschweißt. Das sehe ich ja schon wieder. Schiedsrichter Fahne, hallo! Oh Gott. Oh nein. Knüppel hatte der Rodrigo. Aber Knüppel hatte. Was? Toni, Junge. Oder Lauf! Oh Lauf! Oh mein Gott. Lauf! Ich hab den! Nein! Und das dauert immer so lange bei denen! Wichtig! Warum spielst du da eine Foden, Junge? Na gut, jetzt ein Bronzespieler gespielt. Ja. Oh mein Gott! Come da on! Bist du doch! Erstmal das ist so bodenlos, ne? Was ich spiele, ey. Ach, da ist ja gar keiner mehr. Putz! Oh mein Gott, ich hab das komplett verpennt. Da ist ja gar, das war ja mein Klostermann hat bei mir eher vorgespielt und damit war keiner mehr. Hier, moin. Und jetzt rennen wir wieder. Drauf! Wenn der den jetzt nochmal platzt. Oh mein Gott, ich hätt's dir so gegönnt. Ich hätt's dir so gegönnt, dass du jetzt noch die Rote kriegst, wirklich. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Ich muss mir da eine Karte abholen, das wäre wieder... Echt? Ja! Nein! Es ist die zweite Runde! Nein! Ja, dass der Pep sich da wundert, was da los ist, das verstehe ich. Nein! Oh, das ist unglaublich, ich habe jetzt 3 Discards. Ne? Statt 1 Discard, 3 Discards. Max, du hast alles gegeben. GG. Ey, Jungs, das war's komplett, GG. Ich habe jetzt ja gar keinen Bock auf die Discards, müssen wir durch jetzt, durch. Let's go. Okay, du darfst. Okay, Max, das war ein grandioses Spiel, habe ich gehört. Mit 2 wunderschönen roten Karten, gerade die in der 90. war nochmal extrem wichtig, meiner Meinung nach. 3 Picks habe ich, ne? Ich gehe... Du hast 4-3-3, die vierte. Ich gehe einmal mit deinem Linksverteidiger. Vielleicht hast du Zendi stehen lassen, man weiß es nicht. Dann einmal mit dem rechten Flügel. Und mit dem mittleren ZM. Also ZM. Ja. Perfekt, ja, ich habe Abwehr stehen lassen, links Zanetti. So, Jungs! Geil, Mann. Nice, Alter, wirklich. Ey, richtig geil, wirklich, dieses Spiel, Mann, es regt mich wieder so auf, Mann, das ist geisteskrank.
ich könnte schon wirklich, das ist unglaublich. In der Mitte stand Kevin Trapp und vorne rechts stand Grealish. Okay, das geht. Ach Mann, ach Mann, ach der snipende Boss, Männers. Der snipende Boss, sag mal so, wie es ist. Ey, ach Mann, das ist doch schon wieder. Okay, ich mach die mal eine SBC und dann let's go. Zanetti, schön was. Der war eigentlich gut. Jungs, guckt euch mal die Stats an. Der ist eigentlich echt okay so. Auch den hätte ich gerne mal gezockt. Nur Spaß. Gut, Trapp ist noch drin. Grealish ist noch drin. Ich drücke auf Start. Team ab, senden und tschüss. Let's go. Tschö mit Ö. Ja, naja, was soll ich denn sagen, Jungs, das Gameplay, ne? Also, dass man da zweimal rot geben kann, muss, weiß ich jetzt nicht, sage ich ehrlich. Ich glaube, das war jetzt nicht so glattrot, aber okay, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, falls euch das Ganze gefallen hat. Lasst einen Like da, Abo da, dies, das, Kommentar da, checkt Chris unten ab. Da haben wir es, glaube ich, alles gesagt. Ja, wieder schon reingehauen. G steht für Gönn, Jungs, und ich würde sagen, Chris hat die letzten Worte. Ja, es war mir eine Ehre. Ich bin sehr gespannt, wie das Rückspiel wird. Ja, lasst auf jeden Fall Liebe hier da. Ja, abonniert den Jungen. Hat er sich verdient. Kuss geht raus. Wir sehen uns. Immer so sexy bleiben. Und ciao.